Hallo und herzlich willkommen zurück bei Renico. Heute mit einem neuen Thema, beziehungsweise zwei, drei neue Themen auf diesem Kanal. Und zwar machen wir die Werder News. Wir gehen sie einmal kurz durch. Und ja, danach seid ihr wieder auf dem neuesten Stand. Alle erstmal auf Tappe. Weiter. Das ist gefährlich. Ich würde sagen, ich fange doch einfach mal an mit Jiří Pavlenka. Jiří Pavlenka steht kurz vor der Vertragsverlängerung. Wenn man das Ganze mal betrachtet, von seit dem Abstieg bis hierhin, hat sich einiges getan. Also Pavlenka galt ja eigentlich als einer der ersten Abgangskandidaten. Ja, das Ganze hat sich völlig gewendet. Es sieht so aus, dass der Berater kommende Woche bei Werder zu Gast sein wird, um eben Gespräche dahingehend zu führen, dass Pavlenka eben doch bei Werder nicht nur bleibt, sondern auch verlängert. Also bleibt, ist ja schon seit ja ein bisschen was länger jetzt Thema oder auch bekannt. Und demnach würde ich mich freuen, wenn ihr auch mal gerade reinschreibt, was ihr zu dem ganzen Pavlenka-Thema sagt. Mit 29 Jahren, 5,5 Millionen Marktwert, hatte noch Vertrag bis 22, wird jetzt verlängert. Ja, hört sich doch alles gar nicht mal so verkehrt an. Ich freue mich, dass er nicht nur bleibt, sondern eben dann auch verlängert. Der Hallische FC hat wohl bei Kebabaci angeklopft. Zumindest sei es Gerüchteküche, muss man dazu sagen. Ob das Ganze ja zustande kommt oder wie genau das Ganze zustande kommt, ist noch nicht bekannt. Das Einzige, was bekannt ist, ist, dass der Hallische FC am Baci interessiert ist. Werder hatte ja in der Vorbereitung schon gesagt, dass man da auf bei Baci Richtung Leihbasis gehen möchte, also man möchte ihn gerne verleihen. Vielleicht ist Kebabaci zu Hallischer FC auch die richtige Adresse, um ihn eben auszuleihen und sich weiterzuentwickeln in der dritten Liga dann. Warum nicht? Fände ich persönlich in Ordnung. Muss dazu aber auch sagen, dass ich Baci schon als einer der unserer Flügelkandidaten, also Kaderkandidaten für Flügel, gesehen habe, mit Nankichi und Dinchi und dann eben plus noch ein Flügel, aber ja gut, das war halt so meine Einschätzung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr gerne mal unten reinschreiben. Jetzt kommen wir zu Freddy, unser Lieblingsthema in den letzten Tagen, Frederik Aasens. 1,5 Millionen Marktwert und die ganze Eckdaten kennt ihr auch schon, das muss ich nicht bei jedem Video nochmal sagen, glaube ich. Situation ist folgende, es soll wohl so sein, dass Frederik Aasens ein Angebot von Werder vorliegen hat und demnach auch jetzt zu Werder wechseln könnte. Es aber wohl so ist, dass Frederik für die weiteren Spiele im August noch eingeplant ist und ja, wohl Angebote auch von anderen Clubs vorliegen haben soll. Molde, muss man dazu sagen, hat den Nachfolger von Freddy schon verpflichtet. Insofern wäre es eigentlich kein Problem, dann auch zu wechseln. Ja, es liegt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, einfach an Freddy selber. Ob eben Freddy sagt, okay, ich will jetzt zu Werder und will diesen Weg gehen. Oder ob Freddy eben sagt, hör mal zu, ich schaue mir jetzt hier noch die anderen Angebote an. Ich spiele hier meine Quali, was weiß ich noch da. Und dann schaue ich mal, wo die Reise hingeht. Denn auch das ist natürlich möglich, dass er so denkt oder dass auch er das abwägt. Es gibt aber auch Zeitschriften, die jetzt berichten, dass Werder wohl nicht zu schnell Freddy jetzt gerade holen will oder vor Zug holen möchte. Weil anders als erwartet bis zu diesem Zeitpunkt hat man wohl damit gerechnet, dass es mehr Abgänge auch in der Zentrale schon gibt, die es aber aktuell nicht im Kader gibt, sondern dass die alle noch da sind, und man insofern so ein Stück weit Überbelastung ist das falsche Wort, aber das Package ist einfach zu groß, also die Auswahl oder beziehungsweise die Kadergröße im Mittelfeld ist zu groß, um eben dann auch gerade zum Beispiel Verkaufskandidaten auf sich aufmerksam zu machen, dass man die eben noch abgibt, aber auch ja, dann schaut, wie das Ganze am besten passt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Freddy auf die 6 stellen würde, Maxi rückt vielleicht einen vor, dann nimmst du ja auch einen 8er wieder den Platz weg, vielleicht Niklas Schmidt dann auf der Bank, man weiß es nicht. Ist gar nicht mal so einfach, die Situation. Ja, deswegen, wie gesagt, das sind diese zwei Quellen. Also entweder ist es wohl so, dass Freddy
das Angebot vorliegen hat, aber eben auch andere Angebote und da vielleicht so ein bisschen abwägen will, im August einfach auch noch kicken möchte da bei Molde. Oder es ist eben so, das könnte ja wie gesagt auch vollkommen sein, also es würde jetzt nicht sonderlich viel dagegen sprechen, dass eben Werder einfach aufgrund, dadurch, dass zu viele Leute im Mittelfeld noch da sind, da so ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen Abstand von den Konzernen, aber einfach sagt, wir melden den jetzt nicht als Vollzug, weil das eben da zu groß ist und dadurch Freddy warten lässt. Kann auch sein. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und jetzt kommen wir noch zu einem, ich sag mal, Community-Wunschspieler, den ich sowohl bei den Flügeln oft geschickt bekommen habe, als auch in den letzten Tagen bei Instagram und habe da so ein bisschen in Erinnerung geschwolgen, sage ich mal. Marco Marin, unser German Messi, deutscher Messi wurde er damals genannt, bevor er zu Chelsea dann gegangen ist, ist tatsächlich aktuell vereinslos, zumindest auf transfermarkt.de, wenn man das da dem so glauben kann, ist Marco Marin vereinslos, 2,5 Millionen Marktwert. Ich weiß, dass er verliehen war an Al-Ahil und Al-Raed musste ihn abgeben oder musste ihn eben verleihen, weil das Ganze, also sein vertraglich gesehen, irgendwie ist das da, dass nur so und so viele Nationalspieler aus unterschiedlichen Nationen, aus unterschiedlichen Nationalitäten Spieler haben darfst, das ist eine ganz andere Regelung. Da mussten ihn damals im Winter abgeben, Al-Ahil mussten den abgeben. Ja, das, ich weiß gar nicht, wie das da zustande kam. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er eigentlich damals von Roter Stern 2019, 2020 zu Al-Ahil für 6 Millionen gewechselt. Und, für 6 Millionen war sein Marktwert, gewechselt ist er für 2,2 Millionen. Und dann gab es halt nur noch diese Leihe hin und her da, in Saudi-Arabien, unterschiedliche Clubs, zwei Clubs, hin her. Und jetzt ist er wohl vereinslos. Und natürlich kann auch ein Marco Marin sowohl die linke als auch die rechte Außenbahn begleiten, also auf beiden Flügelpositionen spielen. Hat ja nicht nur gefühlt 10, 11 Profistationen hinter sich, sondern eben auch natürlich verschiedene Positionen gespielt. Ob Zehner, hinterm Stürmer, linker Flügel, rechter Flügel. Also kann rein theoretisch schon auf den Flügeln spielen. Hat auch kein Problem mit groß rumzuwechseln. Frage ist auch, ob Marin jetzt sagen würde, ich habe nochmal Bock nach Deutschland zu kommen und geht in die zweite Liga. Fände ich gar nicht so unwahrscheinlich, wie gesagt, von Saudi-Arabien. Erst 32, das da nochmal zu sagen, komm, ich will es jetzt einfach nochmal versuchen. Unrealistisch fände ich das nicht. Frage ist halt, kann man sein Gehalt so stemmen? Das ist eine andere Sache. Genau. Ich fand es einfach ganz nett, diese Vorstellung. Hab damals Marco Marin auch sehr, sehr gefeiert, aber denke, dass es auch schwierig zu beurteilen ist gerade. Aber wie gesagt, von früher an alte Erinnerungen anzugriffen, das freut mich natürlich. Ja, ich fand es auf jeden Fall cool, an Erinnerungen von Marco Marin einfach mal ranzuknüpfen und da so ein bisschen zu schwelgen. Könnt ihr natürlich auch gerne in den Kommentaren machen, würde mich natürlich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen am Matchday eben wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch. Wir werden auf jeden Fall wieder deutlich vorher live sein. Vielleicht machen wir auch einen guten Morgen-Stream schon mal. Ich weiß noch nicht genau. Dazu werde ich euch dann auf Instagram auf dem Laufenden halten. Also checkt gerne Instagram ab. Und bis dahin, euer Rico. Ciao.